Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wie man die Typ-Wildcards in Java benutzen kann und wie sich das Ganze auf die Hierarchie auswirkt und wie man sich das alles vorstellen kann. Hier eine ganz super kurze Einführung zu den Typ-Wildcards in Java. Wir wissen ja, List ist ein generischer Typ in Java und wir wollen jetzt unsere Variable, die in diesem Fall blub heißt, auch sehr generisch halten und sagen, in blub kann eigentlich eine Liste von einem beliebigen Typ drin sein. Deswegen habe ich den Teil hier mal leer gelassen. Hier könnte zum Beispiel Integer stehen. Hier könnte auch String stehen oder sogar ArrayList von Integer. Also hier kann beliebig alles drin stehen. Das ist das, was uns dieser Typ Wildcard mit dem Fragezeichen hier vorne sagt. Das also soweit ganz kurz. Wer das nicht weiß, der sollte sich am besten nochmal nachschlagen. Jetzt wird es komplizierter. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe hier unten übrigens mal so eine kleine Klassenhierarchie gezeichnet. Nur so als kleine Erinnerung. Wir sehen, der Unterschied, der jetzt hier steht, ist Extends Number. Und das kennt man vielleicht sogar schon von den generischen Typen. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen neuen Typen anlegen will, beziehungsweise eine neue Klasse, könnte ich ja sowas schreiben. So, ich hoffe, man kann es lesen. Class, Klasse, T, Extends String. Wenn ich meine Klasse in dieser Form definiere und ich dann innerhalb der Klasse, also hier geht irgendwo die Klasse auf und dann habe ich irgendwie eine Variable, die am besten nicht blub heißt, sondern wie die Engländer oder Amerikaner es immer schreiben, foo, dann könnte ich auf foo zum Beispiel irgendeine Operation von String ausführen. Ich habe es nicht im Kopf, was in Java alles geht. Sowas in die Form. Weil ich weiß genau, da kann zwar ein beliebiger Typ stehen, aber der muss zumindest von String abgeleitet sein. Und genauso verhält es sich jetzt bei dem hier oben auch. Hier kann zwar ein beliebiger Typ drin stehen, also an dieser Stelle kann ein beliebiger Typ stehen, aber er muss auf jeden Fall von Number abgeleitet sein. Das bedeutet für uns, wenn wir nachher die Liste selber benutzen, wenn wir zum Beispiel irgendwelche Elemente rauslesen wollen, dann können es ja beliebige Elemente sein in so einer Klassenhierarchie, aber die müssen eben alle vom Typ, also vom Typ Number abgeleitet sein. Damit hier gleich Platz für mein Bild ist, mache ich das mal wieder alles weg hier. So, ich habe dazu nämlich mal hier so eine tolle Klassenhierarchie gemacht, die jetzt vielleicht nicht ganz realistisch ist, aber nehmen wir an, wir haben ganz viele Typen, die von Number abgeleitet sind. Dann können hier an dieser Stelle alle diese Typen hier stehen. Die können alle da rein. Beziehungsweise mit Number natürlich. Aber alles, was hier oben kommen würde, ein Object zum Beispiel, dürfte hier nicht rein. Deswegen machen wir das schnell wieder weg. Und wir können noch weiter gucken, wenn wir jetzt hier nochmal eine zweite Hierarchie daneben hätten, so ein String zum Beispiel, dann könnte der da auch nicht rein, weil es muss ja von Number abgeleitet sein. Und String ist nicht von Number abgeleitet. Wenn wir also einen Typ Wildcard haben und das Ganze mit Extents von irgendeinem Typen noch definieren, dann wissen wir genau, okay, es muss mindestens ein Number sein. Und das heißt, wie schon gesagt, dass wir auf jeden Fall immer ein Number rauslesen können. Also bei wissen wir sofort, okay, hier kommt auf jeden Fall ein Number raus. Weil selbst wenn jetzt dieser Typ hier drin stehen würde, wenn wir das da reinmachen würden, dann wäre das kein Problem. Das kann man ja auf Number casten. Das heißt, das Lesen der Liste bzw. der Listenelemente ist hier auf jeden Fall mit Number safe. Wenn wir nochmal zurückgehen, an dieser Stelle hier, hier kann dieser Typ theoretisch alles sein. Das bedeutet, dass wir nicht wissen, was jetzt tatsächlich drin ist. Selbst wenn wir es hier definieren, aber so rein im Programmcode, da kann ja theoretisch alles drin sein, ist ja dynamisch. Und deswegen können wir hier nur sicher sein, wenn wir hier Elemente vom Typ Object rauslesen. Das ist also der Unterschied bzw. der Vorteil, wenn man das Ganze mit Extents noch erweitert. So, und jetzt gibt es natürlich auch noch das umgedrehte Teil. Wir haben jetzt hier geguckt, okay, wir gehen in der Hierarchie nach unten. Wir könnten aber auch in der Hierarchie nach oben gehen. Dazu mal diese Dinger hier ein bisschen nach unten verschoben. Der Unterschied zu eben, hier steht jetzt super. Um das Ganze bildlich darzustellen, müssen wir unsere kleine Zeichnung hier unten ein bisschen erweitern. Das sieht dann so aus zum Beispiel. An der Spitze des Eisberges sozusagen steht Object und wir sagen super von Number. Was uns das sagt, ist, dass alles, was zwischen Object und Number steht, inklusive Number und Object, in dieser Liste drinstehen kann. Das bedeutet, alles dieses hier, in unserem Fall nur diese drei, können dann da drinstehen. Warum sollte man das machen? Welchen Vorteil bringt das? Wenn wir uns überlegen, könnten wir aus der Liste lesen? Was könnten wir aus der Liste lesen? Dann stellen wir fest, wenn das alles hier drin stehen kann, dann kann ich, um nochmal kurz zurückgehen, immer nur das höchste Element der Hierarchie nehmen. In unserem Fall ist das höchste Element leider das Object. Das heißt, das Lesen aus dieser Liste würde uns immer nur ein Object zurückgeben. Was ist also der Vorteil von dem Ganzen? Das Schreiben ist der Vorteil. Wir können in die Liste nämlich auch Elemente einfügen. Und zwar vom Typ Number. Warum können wir was vom Typ Number einfügen? Weil wir sagen mit der Definition, dass es irgendwas in diesem Bereich ist. Wenn ich einen Typ benutze, der in unserer Hierarchie am weitesten unten ist,
dann kann der ja auf den hier gecastet werden, falls der drin steht. Könnte auch auf den hier gecastet werden. Kann also typsicher auf jeden Typ, der da weiter oben in der Hierarchie kommt, gecastet werden. Das ist kein Problem. Und deswegen können wir immer ein Number einfügen. Aber, weil wir nicht wissen, was genau drin steht, können wir nur ein Objekt rauslesen. Und wir können auch nicht dieses hier einfügen. Wir können auch nicht irgendwas von diesem Typ hier einfügen. Weil wir wissen nicht, in welchem Rahmen wir uns hier in der Mitte bewegen. Wir kennen wirklich nur die Grenzen. Wir können sagen, okay, wir lesen ein Objekt und wir schreiben ein Number. Das sind die zwei Eigenschaften, die eine Definition von dieser Form hier hätte. Oder hat. Sehr viel gekritzelt inzwischen geworden. So. Vielleicht hier noch ein kleiner Nachtrag. Was könnten wir denn eigentlich hier in unsere Liste, in unsere diese Liste hier schreiben? Die Antwort ist gar nichts. Weil wir wissen nicht, was es ist. Wir wissen nicht, ob es dieses Objekt ist. Wir wissen nicht, ob es dieses Objekt ist. Also Objekt. Wir wissen nicht, ob dieser Typ drin steht oder dieser Typ. Wir wissen auch nicht, ob ein Number drin steht. Das bedeutet, wir wissen nicht, ob wir wirklich casten können. Wenn wir das hier reintun, diesen Typ reintun, aber dieser Typ drin steht, dann kann ich ja nicht casten. Das funktioniert ja nicht. Und deswegen können wir in eine Liste, die so einen Typ Wildcard mit Extents benutzt, keine Objekte einfügen, sondern nur lesen. Und hier, wie eben schon gesagt, wir können zwar einfügen, aber dadurch dafür nur beschränkt lesen. Das Ganze nochmal ein bisschen cooler visualisiert, finde ich, ist in dieser Form. Wenn wir Extents haben, dann sieht es in der Hierarchie so aus. Also es kann alles drinstehen, was unter Number kommt sozusagen. Und hier wieder ein bisschen erweitert, wenn wir Super haben, dann kann alles das drinstehen. Ja, ich finde die Soundeffekte unglaublich professionell, die ich hier reinmache. Also alles, was zwischen Number und Object kommt. Ich finde, dieses Bild ist immer ganz angenehm, wenn man dann so überlegen will im richtigen Code, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Wir sehen auch noch eine andere Sache, die eben zwar schon da gewesen ist, aber die ich nicht so direkt angesprochen habe. Durch Super geben wir zwei Grenzen an. Wir sagen, wir haben diese Grenze und wir sagen, wir haben diese Grenze. Wenn wir aber bei Extents arbeiten, dann sagen wir nur, wir haben diese Grenze. Wir wissen nicht, bis wohin das nach unten geht. Theoretisch können wir auch unsere eigenen Typen hier noch definieren, die dann da unten dranhängen. Also wir haben nur diese Grenze hier. Wir haben nur eine Obergrenze gesetzt. Mit Super haben wir aber zwei Grenzen gesetzt. Und deswegen können wir auch lesen und schreiben. Ja, und das war's auch schon zu dem Thema. Ich hoffe, es hat vielleicht ein bisschen was.